So, die Auszeit ist vorbei, es wurde ein wenig nachjustiert. Und du bist gerade jetzt bei Vivian gewesen, was hast du ihr mitgegeben? Ja, also sie hat jetzt zu Beginn eine Linie gefahren, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, die relativ viel körperliche Härte zulässt für so ein E-Jugendspiel. Ich habe einfach den Hinweis gegeben, dass sie schauen soll oder darauf achten muss, dass sie den richtigen Punkt erwischt, wann man hier auch mal eine gelbe Karte gibt. Einfach um böse Fouls zu vermeiden, dass die Kinder auch merken, dass sie sauber arbeiten müssen, weil das ist ganz, ganz wichtig in diesem Bereich, dass die Kinder auch von Seiten des Schiedsrichters, nicht nur vom Trainer, hören, wie man sauber und fair Handball spielt, weil gerade in diesem Alter kann man die Kinder noch formen und deswegen ist es auch wichtig, dass der Schiedsrichter hier seine pädagogische Arbeit aufnimmt und dieser auch gewissenhaft nachgeht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man mal mit den Kindern redet, gar nicht gleich eine gelbe Karte gibt, sondern einfach mal hingeht und sagt, Mensch Mädchen, so wie du es gemacht hast, so ist es nicht okay, mach es anders. Also quasi, wenn der Handballtrainer die Eltern des Handballsports sind, dann ist der Schiedsrichter der Lehrer. So kann man es sehen, ja. Oh, das ist auch ungewöhnlich, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass der Torwart so weit mit vorläuft. Und dann schöner Wurf, schön gehalten. Aber so ein langer Pass muss natürlich dann ankommen. Und das war zu leicht. Wir haben sie schön geholt. Ein Riesenkrach hier. Und das Tor für Malchow. Von Leonie Kersten. Aber da merkt man eindeutig, man ist bei einem Jugendspiel, die Eltern sind voll dabei. Ja, das ist gerade bei den Kleinen ist es so, dass die Eltern hier immer sehr nervös und aufgeregt sind und sich über jede gelungene Aktion der Kinder freuen. Das ist ja auch richtig so. Die Kinder trainieren wirklich hart. Und jetzt die Entscheidung finde ich sehr gut. Sie zeigt hier eindeutig, dass Halten von der Seite nicht erlaubt ist. Das sollte den Kindern ein klares Zeichen sein. Das finde ich vernünftig. Also auch das ist etwas, das habe ich ihr in der Halbzeit gesagt. Sie soll schauen, dass wenn eben hier kein Vorteil für den, oder wenn der Vorteil nicht genutzt werden kann für den Werfer, trotz Bedrängnis das Tor zu erzielen, dann hier ruhig mal zu gucken, ob ein 7 Meter möglich ist. Weil die Regel besagt ja, wenn eine klare Torgelegenheit regelwidrig vereitelt wurde, dann ist auf 7 Meter zu entscheiden. Das ist auch richtig. Hier wurde die Angreiferin von hinten gestoßen und sie gibt nochmal die gelbe Karte hinterher. Auch das ist genau richtig entschieden. Ja, also auch hier bleibt sie ihrer Linie treu. Das waren ja zwei ähnliche Situationen. Die Spielerin war frei durch und bei der dann auch schlimmeren Aktion gibt sie dann eben auch die Strafe. Hier auch schön zu sehen, sie wartet den Vorteil ab, ob die angreifende Mannschaft trotzdem im Ballbesitz bleiben kann. So war es nicht und deswegen gibt sie dann den Freiwurf für die Malchower. Jetzt hat sich Grün Schwerin hier aber gut ins Spiel gefuchst. Jule Strupp zweimal vom 7 Meter erfolgreich, jetzt auch aus dem Spiel 8:4 für Grün Schwerin. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Die Torhüterin fordert eine Auswechslung. Die deckt ja gar nicht. Ja, das ist ungewöhnlich und sollte auch nicht zur Regelmäßigkeit werden, dass Spieler hier den Trainer Empfehlungen aussprechen, sage ich mal vorsichtig. Von hinten geschubst, gibt den Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Und da war sie gut dazwischen. Die Chiara Vogt.
Das war ziemlich weit draußen. Wie ist die Regelung, wenn der Ball im Aus ist oder wenn der Spieler im Aus ist, wie ist im Handball die Regelung? Es ist so, dass wenn der Ball über die Linie ist, und zwar vollständig, dann gibt es Einwurf. Wenn der Spieler mit Ball sich aber nur mit einem Fuß beispielsweise im Aus befindet, dann ist nicht zwingend auf Freiwurf zu entscheiden, sondern nur dann, wenn der Angreifer sich dadurch einen Vorteil verschafft. Also wenn er beispielsweise einen Abwehrspieler so umläuft, dann ist auf Freiwurf zu entscheiden, weil sich hier ein Vorteil verschafft wurde, der regelwidrig ist. Da sind sie sich etwas uneinig. Und ein toller Wurf und auch klasse gehalten. So, jetzt haben wir das gesehen, das richtige Zeichen für Schrittfehler. Und dann sehen wir es nochmal zurückgepfiffen. Von der Position aus muss der Freiwurf gemacht werden. Richtig, also da, wo der Fehler begangen wurde, von da muss auch der Freiwurf dann ausgeführt werden. Sicherlich gibt es hier einen Toleranzbereich, wie eigentlich überall. Als Maßstab gilt, je dichter man zum gegnerischen Tor kommt, desto genauer muss der Ausführungsort eingehalten werden. Und jetzt gibt es die Auszeit genommen von Malcho. Für dich nochmal die Möglichkeit. So, die Auszeit jetzt ein bisschen nachjustiert. Du warst wieder bei dem Schützling. Was hast du jetzt mitgegeben für die restliche erste Halbzeit? Ja, ich habe ihr gesagt, dass sie die 2 Meter, die sie jetzt da gegeben hat, dass das richtig entschieden war. Und einfach nochmal den Hinweis mit auf den Weg gegeben, hier wirklich pädagogisch zu arbeiten. Wir sehen jetzt hier auf Malchower Seiten, eigentlich auf beiden Seiten, dass es doch ziemlich hart zur Sache geht. Das ist das, was wir schon zu Beginn der Halbzeit gesagt haben. Und hier muss sie jetzt einfach schauen, dass sie mit den Mädchen spricht, dass sie ihnen auch pädagogische Hinweise gibt, wie hier zu arbeiten ist, bevor jetzt wirklich die Strafen ausgepackt werden. Aber wenn sich auch dann nichts bessert, dann muss sie eben die Verwarnungen und die Zeitstrafen einfach aussprechen, um hier auch die Gesundheit der Spieler zu gewährleisten. Und das haben wir da gesehen, gerade auch auf 7 Meter auf der anderen Seite entschieden, da kamen die Spielerinnen zu spät und dann Angriff verhindert. Und dann gab es den 7 Meter, wie auch auf Malchower Seite. Und der ist dann aber nicht verwandelt worden, es bleibt hier beim 9:4. Das ist jetzt auch mal eine ganz andere Perspektive, das Spiel mal aus der Schiedsrichter sehen zu sehen. Melanie
Bast mit dem Treffer. Mit dem Schiedsrichter. Wie sieht so ein Schiedsrichterwochenende aus? Als Spieler weiß man, okay, man hat ein Spiel am Samstag oder am Sonntag und darauf bereitet man sich vor, spielt sein Spiel, fährt wieder nach Hause. Wie sieht das beim Schiedsrichter aus? Ja, eigentlich ähnlich, nur etwas umfangreicher, weil meist pfeift man ja nicht ein Spiel alleine, sondern es sind meist mehrere. Ja, letztendlich ähnlich wie ein Spieler. Schiedsrichter müssen auch in der Regel eine Stunde vorher da sein. Die machen dann genauso wie die Spieler ihre Vorbereitung, also ich sag mal Erwärmung aufs Spiel. Das sieht dann so aus,